Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Lovic und heute gibt es ein unglaublich wichtiges und wertvolles Video für dich. Wie du in 2020 ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen kannst, ohne viel Eigenkapital und mit meiner Referenz, sodass du auch siehst, dass das Ganze wirklich funktioniert. Ich versuche hier kein Programm zu verkaufen oder irgendwelche Theorien zu verbreiten, sondern ich zeige dir wirklich das, was funktioniert und wie du es für dich und dein Business auch anwenden kannst, sodass du in wenigen Monaten oder spätestens innerhalb von einem Jahr auch davon leben kannst. Wollen wir wie immer nicht lange drum herum reden und fangen gleich mit dem eigentlichen Thema des Videos an. Los geht's. Wir fangen damit an, indem wir erstmal rausfinden, in welcher Nische wir aktiv werden wollen. Denn wir wollen ein Online-Business starten mit keinen eigenen physischen Produkten oder mit allgemein keinen physischen Produkten und mit keinem Offline-Standort. Also du hast keinen Shop oder einen Friseursalon oder sonst irgendwas irgendwo, sondern du machst wirklich alles von zu Hause, von deinem PC. Such dir eine Nische raus, die dir die Möglichkeit gibt, von zu Hause zu arbeiten. Dafür brauchst du circa eine Woche. Im nächsten Schritt eignest du dir innerhalb von 2 oder 3 Monaten alle möglichen Skills in dieser Nische an. Wir machen das Ganze jetzt mal anhand meines Beispiels. Ich habe mir die Design-Nische rausgesucht, habe alles Mögliche im Design gelernt, wie man Photoshop benutzt, Illustrator benutzt, wie man alles Mögliche macht, welche Formate die verschiedenen Social-Media-Designs haben müssen, die man so braucht, wo man überall was verkaufen kann. Ich wusste natürlich auch schon viel über Design vorher, aber ich habe mir wirklich in 2, 3 Monaten alles Mögliche beigebracht, was man so wissen muss. Und im nächsten Schritt erstellst du dann einen Shop und Social Media Accounts. Du erstellst sie nur. Du postest noch nichts auf Social Media, sondern erstellst die Accounts, füllst alle Informationen aus, lädst Profilbilder hoch und so weiter und so fort. Und du erstellst dir ganz, ganz wichtig einen Shop und keine Website, denn du willst ja auch Geld einnehmen und nicht nur Leute informieren. Also einen Shop und Social Media Accounts erstellen. Noch nichts posten, noch keine E-Mails rausschicken, einfach nur erstellen. Im nächsten Schritt meldest du dann ein Kleingewerbe als Einzelunternehmer an. Wenn du nicht vorher einen Job hattest, mit dem du 17.000 oder 18.000 Euro im Jahr verdient hast, also wenn du noch Schüler oder Student bist oder wenig verdienst, dann melde als allererstes ein Kleingewerbe an, denn so hast du bürokratisch gesehen den wenigsten Aufwand, musst dich nicht um so viel kümmern, musst gar nicht so viel wissen, musst nicht so viel mit den Steuern machen oder sogar gar nichts, kannst komplett auf die Umsatzsteuer verzichten, bekommst sie zwar auch nicht wieder, aber das ist vollkommen egal. Erstmal für den Anfang macht das wirklich dein Leben deutlich einfacher und vertrau mir, wenn du die Möglichkeit hast, melde ein Kleingewerbe an als Einzelunternehmer. Im nächsten Schritt machst du Folgendes: Du bietest auf deiner Website, auf deinem Shop einen Service an. Du füllst den Shop also mit Produkten oder Service-Dienstleistungen, die du in deiner Nische anbieten kannst. In meinem Fall sind das ja Design-Dienstleistungen für Social-Media-Accounts, für Produkte, für Offline-Events und so weiter und so fort. Du suchst dir also raus, was brauchen die Kunden oder andere Unternehmer, wenn du im B2B-Bereich aktiv bist, für Services in dieser Nische. Und genau diese Services bietest du dann an. Und wenn du noch keinen Service anbieten kannst, dann hast du hier im Punkt Skill aneignen noch nicht genug Zeit investiert. Ja, im nächsten Schritt machst du Folgendes. Und der Schritt ist wirklich essentiell für den Erfolg dieser Strategie Business in 2020 aufbauen, sodass du auch davon leben kannst. Du bietest Mehrwert. Und hör mir genau zu, du bietest Mehrwert auf Social Media. Du machst keine Eigenwerbung, du machst keine Werbung für andere Accounts, um damit Geld zu verdienen. Du machst keine Verlinkungen auf dein Profil die ganze Zeit und sagst, schau mal hier vorbei, um den Rest des Blogs zu lesen oder um noch mehr darüber zu erfahren. Das lässt du alles. Du bietest Mehrwert auf Social Media. Und dieser Mehrwert muss dann auf deine Plattform angepasst sein. Wenn du jetzt auf Instagram aktiv bist, dann mach IGTV-Videos, wie du erklärst, wie Leute in dieser Nische Mehrwert bekommen, wie sie mehr Verkäufe erzielen, was auch immer. Biete dem Kunden, den du suchst, oder diesen anderen Unternehmern, wie gesagt, wenn du im B2B-Bereich bist, einen Mehrwert, sodass diese Leute, wenn sie auf dein Profil gehen, sehen, okay, der bietet mir Mehrwert, den folge ich mal oder dem schreibe ich mal, weil der weiß ja viel über dieses Thema. Wenn du nur Werbung machst, niemand wird dir schreiben, die Leute werden deabonnieren, die werden dich eventuell sogar blockieren, weil du nervst, sondern du musst einfach Mehrwert bieten und die Leute werden von sich aus zu dir kommen. Du wirst passiv dadurch eine Reichweite aufbauen und auch Interessenten gewinnen. Im nächsten Schritt machst du Folgendes: Kunden auf Social Media gewinnen.
Du machst einfach mal Umfragen oder schreibst gewisse Leute dann an, wenn sie immer wieder auf deinem Profil aktiv sind, ob sie nicht eventuell Interesse an einer Dienstleistung deinerseits haben, die du dann hier in diesem Schritt ja angeboten hast. Hier suchst du dir die Nische raus, eignest dir Skills an, baust einen Shop auf, meldest das Kleingewerbe an, bietest einen Service an, dann bietest du Mehrwert und erst wenn du Mehrwert geboten hast, wenn die Leute dir aus diesem Grund hier bereits folgen, dann kannst du auf Leute zugehen und diese Leute fragen, ob sie nicht eventuell daran interessiert sind, weil sie ja schon sehen, dass du etwas drauf hast in diesem Gebiet, weil du ja Mehrwert bietest, ob sie nicht eventuell Interesse an deiner Dienstleistung haben. Und so gewinnst du die Kunden kostenlos. Du brauchst fast gar kein Geld. Du brauchst hier vielleicht etwas Geld, um einen Shop zu erstellen. Ja, du brauchst hier 20 Euro oder was auch immer, um ein Kleingewerbe anzumelden. Aber ansonsten ist das Ganze vollkommen kostenlos und niemand hält dich davon ab, Erfolg in 2020 zu haben. Du kannst das alles kostenlos machen. Und wenn du mal 200 Euro investieren musst für die Anmeldung eines Kleingewerbes und einen Shop, ja, dann sind das 200 Euro. Die hast du später mit einem oder zwei Kunden spätestens wieder raus. Also investier diese 200 Euro und ich schicke dir keinen Link, auf den du klicken musst, womit ich Geld verdiene, sondern du schaffst das Ganze auch wirklich alleine. Du brauchst keinen Link von mir, keine Programme, du brauchst keine Programme von anderen, du brauchst einfach nur dieses Video und du musst verinnerlichen, dass du das Ganze auch umsetzen kannst. Und du musst dir natürlich selbst vertrauen können. Im letzten Schritt, wenn du hier Kunden gewinnst, regelmäßig mal alle 2 Tage oder alle 3 Tage mal einen Kunden gewinnst, der dir 100 Euro einbringt, dann kannst du anfangen, dein Business zu skalieren. Und genau an diesem Punkt bin ich jetzt. Jetzt fange ich an mit Shoutout-Werbung auf Instagram. Also nicht, dass ich Werbung für andere mache, sondern ich kaufe Werbung für mein Profil, sodass ich halt noch mehr Kunden gewinnen kann und so weiter und so fort. Das musst du dann natürlich schauen, je nachdem, welche Plattform du nutzt. Du kannst ja auch LinkedIn-Werbung schalten oder Facebook-Werbung, Pixel-Werbung für deine Website. Das kannst du dann alles machen. Aber so lautet die ungefähre Strategie, wie du es in 2020 wirklich zu einem Unternehmer... ein erfolgreicher Unternehmer zu werden. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Wenn ja, dann lass mir ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns morgen zu einem anderen Video wieder. Haut rein!